Die Möglichkeit, jederzeit und überall live auf Streamingdiensten jeden Aspekt seines Lebens mit der Öffentlichkeit zu teilen, gibt denjenigen, die sich dafür entscheiden, die Freiheit ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen oder eben sich beim Minecraft-Spielen zu filmen. Dass dabei, vor allem bei Livestreams, so einiges schiefgehen kann, zeigen wir euch im Folgenden. Los geht's! Wir starten mit der Nummer 5, bei Fremden einsteigen. Das sollte eigentlich eine der ersten Regeln sein, die man als kleines Kind beigebracht bekommt. Steige nicht bei einem Fremden ins Auto. Warum jemand so eine Aktion überhaupt durchziehen sollte, können wir euch nicht beantworten. Doch einfach so bei Fremden ins Auto zu steigen, scheint bei manchen Twitch-Streamern eine immense Freude auszulösen. Hier zum Beispiel steigt der Streamer Talk to Brandon einfach so an einer Ampel in das Auto eines Mannes, der offensichtlich ziemlich überrascht ist. Trotzdem fährt er erstmal entspannt weiter und lacht in die Kamera. Der Fahrer des weißen Range Rovers ist da nicht ganz so entspannt. Ich würde mir meine Reaktion wahrscheinlich eher so vorstellen. Machen wir weiter mit der Nummer 4. Feuer machen. Der japanische Streamer Dazuke ist Raucher. Mit Feuer bzw. Feuerzeugen umgehen kann er allerdings nicht. Als der Streamer eine Pause vom Minecraft-Spielen einlegt, führt er seinem Publikum sein neues Zippo vor. Außerdem hat er eine Art wiederverwertbares Streichholz, das in Feuerzeugbenzin getunkt zu sein scheint. Ohne ersichtlichen Grund fängt Dazuke dann an, sein Zippo mit weiterem Feuerzeugbenzin zu füllen. Was wir nicht ganz verstehen, weil es hat doch funktioniert, das heißt, es müsste ja noch was drin sein. Natürlich macht er das Feuerzeug dann auch noch mit Papiertüchern sauber und wirft diese dann einfach rechts und links neben sich hin. Man könnte meinen, er macht das Ganze absichtlich, denn dann fängt er auch noch an, mit Tüchern das wieder benutzbare Streichholz, das ja auch in Benzin getränkt ist, abzuwischen. Beim nächsten Versuch, das Streichholz zu benutzen, passiert genau das, was passieren musste. Der Funken entzündet das restliche Benzin am Feuerzeug, Dazuke lässt das Feuerzeug fallen und legt das ebenfalls brennende Streichholz genau in die vorher mit Benzin eingeweichten Papiertücher. Genial! Das hätte man nicht besser scripten können. Sein vorheriges und sein jetzt gezeigtes Verhalten ist ein perfektes Beispiel dafür, was man nicht bei einem Brand tun sollte. Die Flammen mit einer leeren Flasche löschen. Das brennende Gut auf noch mehr brennbares Gut legen. Noch ein bisschen mehr brennbare Pappe drauflegen. Eine Schale Wasser draufschütten. Richtig wäre, was er hier tut, nämlich das Feuer zu ersticken. Allerdings macht er auch das falsch, denn er fächert dem Feuer Luft zu. Und zu guter Letzt gibt er auf, um sich und nebenbei auch seine Mutter und seinen Vater aus der Wohnung zu retten. Wir sagen, Feuer machen, 1 plus, Feuer löschen, 6 setzen. Weiter geht's mit der Nummer 3, Feuerlöscher. Der relativ bekannte Twitch-User Ice Poseidon streamte gerade aus einem Restaurant, in dem er mit seinen Freunden essen war. Eigentlich soweit alles normal. Bis auf einmal ein Junge mit einem Feuerlöscher auftaucht und anfängt, wahllos um sich zu sprühen. Die Inhaltsstoffe mancher Feuerlöscher sind giftig und können zu Beschwerden führen, wenn sie eingeatmet werden. Der Streamer und seine Freunde verlassen fluchtartig und sichtlich verwirrt das Restaurant. Auch die Polizei trifft später noch ein. Warum der Junge mit dem Feuerlöscher ins Restaurant gerannt ist, konnten wir leider nicht rausfinden. Bei Dazuke wäre er da besser aufgehoben gewesen. Wir machen weiter mit der Nummer 2, Swatting. Die Special Weapons and Tactics Einheit in den USA kommt immer dann zum Einsatz, wenn normale Polizisten nicht ausreichen, sprich in sehr bedrohlichen Lagen. Oder sie reiten bei Twitch-Streamern ein, weil ein Zuschauer bei der Polizei angerufen und schwerwiegende Straftaten unterstellt hat. In den letzten Jahren ist das mehreren Streamern passiert, zu viele, um sie alle aufzuzählen. Beim Livestream von Kutra von 2014 kann man im Hintergrund genau hören, wie das SWAT-Team ins Büro des Streamers stürmt. Am Ende wird er sogar noch festgenommen, allerdings später wieder freigelassen. Wenn das Videospiel auf einmal zur Realität wird, wie er sich wohl in dem Moment gefühlt hat. Und da sind wir auch schon bei der heutigen Nummer 1 und natürlich sind es Brüste. Sogenannte Twitch-Compilations, also Zusammenschnitte von Live-Twitch-Streams, gibt es unzählige. Welche davon am beliebtesten sind, ist eindeutig. Und zwar Compilations, in denen Frauen ihre Brüste zeigen. Entweder gleich direkt oder eher subtil, wie in diesem Clip zum Beispiel. Im Hintergrund seht ihr einen Zusammenschnitt mehrerer dieser subtilen Anspielungen auf das weibliche Dekolleté. Bringt natürlich auch viele Zuschauer, ist klar. Wer hat, der kann. Wenn ihr euch dafür interessiert, denke ich, wisst ihr, wo ihr suchen müsst. Unsere Highlights während unserer Suche, einmal sie. Und dann noch die beiden. How are you doing? Do. Do.
Watch out, cause this is true. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende für heute angekommen. Livestreamen ist schon was Tolles, wenn denn alles nach Plan verläuft. Wenn nicht, dann gibt es zumindest mal eine Abwechslung für den Zuschauer. Auf Made My Day Red findet ihr noch weitere Twitch-Fails, falls ihr mit diesen hier noch nicht zufrieden seid. Wenn euch das Video außerdem gefallen hat, lasst uns doch gerne eine positive Bewertung da. Hier kommt ihr jetzt noch zu dem Made My Day Red Video und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.